Hallo Leute, ich habe schon länger ein Spiel installiert, das ich mit euch spielen möchte. Und zwar ist es Plants vs. Zombies. Ich habe das schon einmal gespielt, bin aber nicht so weit gekommen, beziehungsweise jetzt mit euch habe ich mega Bock, das nochmal anzufangen. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es soweit und wir starten auch direkt gleich. Wenn es fertig geladen ist, wenn. Oh, ich brauche ein neues Tab. Das dauert alles viel zu lange. Da werden wir schon längst von den Zombies aufgefressen. Da ist ja schon der erste. Der Sound ist richtig 80er. Zum Starten antippen. Das kriegen wir hin. Genau, angemeldet sind wir schon. Willkommen zurück, Grünquell. Ja, genau, Grünquell sind wir. Und ich glaube, wir müssten hier auf Abenteuer klicken. Kann das sein? Oh. Das Haus von Grünfeld, das ist aber trist. Der Vorgarten ist ein bisschen trist. Ah, da kommt der. Das ist krass. Sehr schön. Tippe auf ein Samenpäckchen, um es aufzunehmen. Ja, okay. Tippe über den Gras, um das Samenkorn zu pflanzen. Zack. Super. Du kannst Samenpäckchen auch per Drag and Drop sammeln. Die herunterfallenden Sonnen per Tipp ein. Okay, sammle weitere Sonnen. Du brauchst sie für neue Pflanzen. Genauso war das. Genauso war es. Prima. Du hast genug für deine nächsten Pflanzen gesammelt. Alles klar. Und noch mehr Sonnen. Die Zombies dürfen dein Haus nicht erreichen. Kriegen wir hin. Da kommt der Erste. Du kommst hier nicht rein. Oh, da ist der Kopf abgefallen. Die Zombies sind halt nicht sehr stabil, muss man sagen. Eine Zweijahresgewährleistung würden die nicht einhalten können. Da würde alles zurückgeschickt werden. Letzte Welle. Wo waren die erste? Patsch, 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 patsch. Komm, wir machen gar nichts mehr. Wir sind mal richtig risikofreudig. Patsch, patsch, patsch. Oh, cool, was ist das? Die Sonnenanbeterin. Du hast eine neue Pflanze, Sonnenblume. Gib dir ein extra Sonne, okay? Haus von Grünquell. Oh, jetzt sind es schon ein paar mehr. Und wir haben mehr Rasen. Nice. Sonnenblumen sind äußerst wichtige Pflanzen. Pflanze mindestens drei von ihnen. Genau, die erstellen auch die Sonnenenergie. Wir brauchen je mehr Sonnenblumen du hast, desto schneller kannst du Samen einpflanzen. Alles klar. So, kommt auch mal ein Zombie. Ah, jetzt geht's los. Eine Sonnenblume nehmen wir noch mit. Aber jetzt geht's auch los. Ne, noch eine, noch eine, noch eine. Wir machen zwei rein. Aber jetzt wird es auch schon knapp. Aber das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch, Leute. Oder? Hallo? Ich habe doch gerade gesagt, die fallen auseinander. Ah, jetzt endlich. Boing, boing. Tja, der Ansturm ist gering. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir sind ja hier in der Aufbauphase. Ah, es wird knapp.
Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Ja, haben wir noch geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir eine richtige Armee. Uns kann nichts mehr passieren. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Oh nein. Letzte Welle. Wir haben genug Sonnenlicht, aber zu wenig. Die Pflanzen haben auch einen Cooldown, wie wir sehen. Also können wir nicht unendlich viele schnell pflanzen. So, du hast eine neue Pflanze bekommen, Kirschbombe. Sprenge alle Zombies in einem Bereich. Sehr cool. Haus von Grünquell immer noch. Und jetzt haben wir Warn. Ne, die heißt nicht Warndreiecke. So Pöller. Aufstellpöller. Wie heißen die Dinger? Die der Zombie auf dem Kopf hatte. Leute, schreibt's in die Kommentare. Ich komme jetzt nicht drauf. Egal, wir müssen jetzt spielen. Wir müssen die Zombies von unserem Grundstück vertreiben. So. Langsam müssen wir verteidigen. Ich finde zwei Reihen Sonnenblumen, daran kann ich mich dunkel erinnern. Zwei Reihen Sonnenblumen sind genau richtig. Und danach kann man schön die Verteidigung aufbauen. Sozusagen ohne Mampf kein Kampf. Das sieht doch schon gut aus. Zwei Reihen von diesen Erbsenspuckern sind genau das, was wir brauchen. Ich glaube, danach ist das ein Selbstläufer. So, dann brauchen wir noch einen unten und dann sind wir damit durch. Na komm schon. Ach, wir haben keinen Sonnenblumen. Was sagen die Zombies? Meins? Ach, da ist er mit diesem Ding auf dem Kopf. Ach, wie heißt das? Wie heißt das? Auf jeden Fall hält er viel aus. Sauber. Läuft. Läuft, läuft. Vielleicht haben wir hier den ganzen Garten voll. Wir haben ja keinen Platz mehr. Ja, die letzte Welle, die wird sich freuen. Das wird sich jetzt wie ein Maschinengewehr anhören. Kein Problem für unsere Abwehr. Die werden richtig zerschossen. Sehr gut. Wieder geschafft. Ach, wir sind so gut. Wir sind so gut. Du hast eine neue Pflanze erhalten, die Walnuss. Wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Cool. Ah, endlich. Endlich ist das Ding voll. So. Jetzt können wir wirklich pflanzen.
Zack, 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 zack. Noch zwei, dann ist die erste Reihe voll. Aber ich glaube, wir müssen auch schon. Ach nee, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was diese Kartoffel macht. Oder diese Walnuss. Genau, wir müssen die noch einmal dann schnell kurz vorher pflanzen und dann frisst die den Zombie auf. So war das, glaube ich. Das war der Sinn davon. Ich demonstriere das mal kurz. Die frisst den, ne? So war das. Und, ach nein, ah nein. Die steht nur blöd in der Gegend rum. Oh nein. Da habe ich mich vertan. Das ist nicht diese Fresspflanze. Oh Mann. Oh, oh, oh. Oh oh. Tja, den einen. Ich glaube, da müssen wir den Rasenmäher aktivieren, ne? Aber geht das gar nicht? Oh nein. Wie machen wir das jetzt? Mit der Bombe? Oh, super. Puh, da haben wir aber Glück gehabt. Wir brauchen gleich wieder eine Bombe. Wir haben ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Das ist jetzt chaotisch. So, brauchen wir unten nochmal ein bisschen Verstärkung. Hier oben auch nochmal. Ah, es wird schon stressig. Aber ich glaube dran, dass wir diese Runde noch schaffen. So, die Mitte ist gut mit rein. Das ist schon mal ganz nett. Oben noch, dann haben wir oben 2, 2, 3, 2, 1. Unten müssen wir verstärken. Unten müssen wir noch verstärken. So, wir versuchen überall wieder 3 hinzustellen. Und gleich jagen wir die Bande in die Luft, wenn die letzte Welle kommt. So. Hoffentlich kommen die gleich. Letzte Welle. Oh, ich freue mich. Die jagen wir richtig in die Luft. So, wir halten die am besten auf. So, hier. Die jagen wir in die Luft. Bam. Der oben müsste jetzt auch noch sterben, oder? Das muss dem doch reichen. Ja. 500 Sonne. Wow. Nicht schlecht. Schaufel, dann kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Ah, sehr cool. Okay. So. Hallo Nachbar. Ich bin Deppy Dave. Aber nenn mich ruhig Deppy Dave. Okay. Hör mal, ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst musst du deinen Rasen aufräumen.
Benutze die Schaufel und grabe die Pflanzen da aus. Möge das Buddeln beginnen. Okay. Tipp auf die Schaufel, um sie aufzuheben. Tipp auf oder zu entfernen. Tipp auf die Schaufel, um sie aufzuheben. Ja. Ach, Tipp auf eine Pflanze, um sie zu entfernen. Ah, okay. Grab weiter, bis keine Pflanzen mehr auf dem Rasen sind. Okay. Jetzt haben wir es. Sodel, jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bowlen. Hier, nimm diese Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Weil ich deppert bin. Und jetzt los. Bowle wie der Teufel. Bin mal gespannt. Okay. Ah. Wieso ist die rot? Oh, okay. Verstehe. Deshalb ist die rot. So. Das ist ja leicht. Oh, der hält zwei aus, alles klar. Wow, das war gut. Das war nicht mal geplant. Da haben wir ja ziemlich viele kaputt gemacht. Jetzt noch mal eine rote. Die oben und jetzt hier unten eine rote. Das wär's. Ne, eine rote. Yes. Mal gucken, ob das reicht. Hier unten brauchen wir noch eine. Hier unten nehmen wir die noch. Aha, wieso ist denn der jetzt tot? Mitte. Oben hätte ich gerne eine rote. Für die beiden. Ne, haben wir nicht. Oh, jetzt kommen aber viele. Jetzt kommen aber viele. Ah, kein Problem für uns. Kein Problem für uns. Letzte Welle, okay. Ach, man kann auch mehrere ach so, cool. So Abpraller quasi, ich verstehe. Ja, aber so langsam bräuchten wir. Ach, das passt. Das passt. So. Und tschüss. Juhu. Was ist da? Ach, das ist eine Mine oder sowas, ne? Explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ah, sehr cool. Das ist gut. Weiter. Okay. Ich würde sagen, hier mit dem Stabhochspringer beenden wir diese erste Runde Pflanzen gegen Zombies. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir unseren Rasen umflügen und ein paar Zombies fertig machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.